Hallo du und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder mit am Start bist bei 5 Dinge, die deinen Alltag spiritueller machen. Ich hoffe, ich kann dich wieder etwas inspirieren, neue Dinge für deinen Alltag auszuprobieren. Und da würde ich sagen, legen wir gleich mal los mit dem ersten Punkt und der heißt: Nutze Heilsteine. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir auch gleich, wenn du noch mal ganz kurz erklärt haben möchtest, was Heilsteine sind. Aber für mich sind Steinwesen ein Völkchen, das uns in unserem Lebensweg, in unserer Gesundheit, in unseren Eigenschaften unterstützt. Für mich, und da rede ich nur von mir, sind Heilsteine wie Pflanzen. Auch ein Lebewesen, das Informationen speichern kann und Informationen aussendet. Und somit bin ich der Meinung, dass Steine einen Einfluss auf unser System haben. Jeder Stein hat eine unterschiedliche Energie. Ich meine, jeder Stein entsteht auch unterschiedlich, wächst unterschiedlich wo auf und hat eben deshalb auch ihre eigene Eigenschaft. Und somit sagt man diesen Stein nach, dass sie eben auch unterschiedliche Wirkungen auf unseren Körper und auf unsere Psyche haben. Ja, und ihr könnt Heilsteine an eurer Haut tragen, ihr könnt sie in Wasser legen und euer Wasser energetisch aufladen. Ihr könnt Heilsteine in euren Räumen platzieren, um euer Zimmer energetisch aufzubessern. Ich habe zum Beispiel neben meinem Bett immer einen Amethysten stehen, damit ich besser schlafen kann. Und glaubt mir, bei Schlafstörungen, Leute, die schlecht einschlafen, hilft Amethyst zum Beispiel wirklich ungemein. Ich habe auch eine Amethystenkette und wenn ich wirklich nicht schlafen kann, dann nehme ich den Heilstein in die Hand und der hilft mir dann in die Traumwelt überzugehen. Außerdem kannst du, wenn du einen Heilstein an deinem Körper trägst, auch vorher mit einer Intention besprechen. Das heißt, du gibst eine Information in deinen Stein rein, die Einfluss dann wiederum auf dich hat, wenn du den ganzen Tag mit dem Stein herumläufst. Also kannst du diese wirklich auch als Kraftgegenstand täglich für dich nutzen. Und an dieser Stelle eine kleine Werbung, denn wenn du noch keinen Heilstein hast, dann kannst du ja mal im kleinen Self-Awake-Shop vorbeischauen auf Etsy. Da verkaufe ich Heilsteine. So guck mal, ob dich da irgendwas anzieht und anspricht, ob da irgendeiner zu dir möchte. Ich habe übrigens noch einen Rabattcode für dich. Der ist eine Frau gültig und du kriegst 15% auf jedes Produkt in meinem Shop. Der Code ist unten in der Infobox verlinkt. Guck mal nach, ob der eine da weiß, wie dir gefällt. Genau, ansonsten empfehle ich dir auch in den Heilsteinladen zu gehen und dir da einen auszusuchen. Wichtig zu sagen ist auch noch, wenn du Heilsteine nutzt, entlade sie regelmäßig und lade sie auch regelmäßig wieder auf. Entladen kannst du deinen Heilstein, wenn du ihn unter Wasser wäschst und schön mit Wasser übergießt oder ihn eben zum Beispiel neben einen Hämatit legst. Das ist auch ein Heilstein und der entlädt deinen Heilstein von diesen ganzen negativen Energien, die der Heilstein aufgenommen hat. Und dann ist es wiederum wieder gut, den Stein aufzuladen und das kannst du im Sonnenlicht, im Mondlicht, du kannst deinen Stein abräuchern oder auf andere Heilsteine legen oder zu ihnen legen, wie zum Beispiel auf einen Bergkristall oder einen Amethysten. Der lädt eure Heilsteine auch wieder auf. Ich finde Heilsteine klasse und kann nur jedem empfehlen, sich seinen passenden Heilstein zu holen zu seiner passenden Lebensphase. Kommen wir zum Punkt Nummer 2 und der ist: Sei offen. Sei offen für Neues. Geh mit einem offenen Geist durch diese Welt. Denn das wird dich im Endeffekt glücklicher machen. Und du kannst viel mehr von diesem Leben, von dieser Welt wahrnehmen und erfahren. Denn Menschen, die sich ständig limitieren durch ihr Glaubenssystem, laufen eher mit Scheuklappen vor den Augen und können so vieles von dieser wunderschönen, bunten Welt überhaupt nicht sehen oder von irgendwelchen Wundern, weil sie sich eben limitiert haben. Und früher oder später werden auch diese Menschen wahrscheinlich Menschen begegnen, die sie triggern, weil diese Menschen nicht in ihr Glaubenssystem passen. Allein andere Kulturen triggern manche Menschen. Und wenn du das ablehnst, diese Erfahrung oder diese Welt mal anzugucken, dann limitierst du dich und bleibst in deiner kleinen, engen Box. Aber wenn du offen gegenüber anderen Menschen, gegenüber verschiedenen Themen bist und wissbegierig und nicht sofort urteilst, glaub mir, du wirst so einen Erfahrungsschatz bekommen. Dadurch bist du natürlich auch sympathischer und kannst viel besser über Themen reden, weil du unterschiedliche Perspektiven schon gesehen hast. Offen zu sein gegenüber dem Leben ist eine Grundeinstellung, die ich dir wirklich nur empfehle. Und offen zu sein ist vielleicht manchen Menschen eher angeboren, aber kann jeder von euch da draußen sich antrainieren, sich aneignen, wirklich bewusst achtsam und offen zu sein. Mein bestes Beispiel, diese ganze spirituelle Welt,
wie viele Menschen ich schon getroffen habe, auch viele Kommentare natürlich im Internet, die dich dann irgendwie judgen oder niedermachen oder sagen, was für ein Blödsinn, ja, die nicht irgendwie glauben oder dich dann nicht für voll nehmen und das gleich verurteilen als Schwachsinn. Weil manche Erfahrungen, die man selber macht, von denen man erzählt, kann man eben nicht beweisen. Es ist einerseits super wichtig, die Dinge immer zu hinterfragen, auch wenn ich Dinge erzähle. Hinterfragt auch mich. Es ist immer wichtig, nicht alles zu glauben, aber alles sich anzuhören und nicht sofort in Schubladen einzusortieren, sondern eben einen offenen Geist zu haben, hilft dir dabei, Verständnis, Mitgefühl zu entwickeln für viele, viele, viele Personen und für viele, viele Dinge. Wenn ich erzähle, dass ich auf Reisen gehe und mit meinem Geistführer spreche, dann wird sich vielleicht der eine sofort denken, was für ein Schwachsinn, was labert die da? Das existiert doch gar nicht. Und jemand, der einen offenen Geist hat, hört sich das an, auch wenn er mit der Thematik vielleicht noch nichts zu tun hatte und fängt an zu recherchieren und bildet sich selbst weiter und guckt nach, was dahinter stecken könnte. Das meine ich mit einem offenen Geist haben. Also limitiere dich nicht durch irgendein Glaubenssystem, das du dir aneignest, sondern versuch wirklich in jeder Hinsicht offen zu sein. Punkt Nummer 3. Bitte um Zeichen. Und diesen Punkt finde ich äußerst magisch. Denn wenn wirklich Zeichen in euer Leben kommen, denkt man sich, holy shit, das funktioniert ja. Du kannst um wirklich genaue Zeichen bitten. Zum Beispiel, wenn du jetzt, weiß ich nicht, für dich ein genaues Zeichen ist, ein rosaner Elefant, ein Lieblingstier, eine Feder. Keine Ahnung. Wenn du zum Beispiel Fragen hast bei deinem aktuellen Lebensweg und wissen möchtest, ey, bin ich gerade auf meinem richtigen Weg oder laufe ich gerade irgendwo ganz falsch rum? Gib mir bitte ein Zeichen. Zeige mir einen rosa Elefanten. Und irgendwie, durch irgendwas, wird dir ein rosa Elefant begegnen, wenn du auf deinem richtigen Weg bist. Wenn du vielleicht gerade nicht auf deinem richtigen Weg bist, was sich auch manchmal schwer ist einzugestehen, wenn dann kein Zeichen kommt, verurteile nicht, dass dir kein richtiges Zeichen geschickt wurde, sondern nimm es vielleicht an und reflektiere, ob du vielleicht gerade nicht auf deinem richtigen Weg bist. Ich will damit sagen, du kannst Fragen stellen und darum ein Zeichen bitten zu quasi wie ja oder nein. Und glaub mir, du wirst Zeichen bekommen. Ich finde Zeichen einfach mega gut, um in dieser Welt sich irgendwie zu orientieren, auf seinem Seelenweg zu bleiben. Bei mir sind Zeichen wirklich oft mit Federn verbunden oder ich schnappe irgendwelche Themen oder irgendwelche, ja, Antworten, die ich mir selbst stelle, dann in irgendwelchen Videos auf. Zum Beispiel, wenn ich auf YouTube bin, klicke ich random irgendein Video an und eine Sequenz, die ich davon höre, ist genau die Antwort auf die Frage, die ich mir letztens gestellt habe. Aber ich habe nicht nach dem Video gesucht, sondern ich habe einfach intuitiv auf irgendein Video draufgeklickt, weil mich irgendwas angesprochen hat. Du kannst Zeichen auch in Filmen bekommen, wenn du einen Film guckst und der Satz passt gerade, ist gerade synchron zu dem, was du dich gerade gefragt hast. Oder zum Beispiel, du stellst gerade eine Frage, wir waren letztens im Auto und ich weiß nicht mehr die Frage. Auf jeden Fall fährt ein Auto direkt im Moment vorbei, als ich die Frage gestellt habe und es steht auf dem Kennzeichen ein fettes Ja. Und mir fällt sofort dieses Ja auf, was die Bestätigung für meine Frage war. Das meine ich mit Zeichen. Also achte mal bewusst darauf, welche Synchronizitäten zu den Fragen, die du dir vielleicht manchmal stellst, in deinem Außen dir geschickt werden. Wenn man dafür ein Gefühl bekommt, anfangs habe ich auch nicht viele Zeichen gesehen. Man öffnet da wirklich ein Feld und wenn du dafür feinfühliger wirst, dann siehst du auf einmal immer mehr diese Zeichen. Wenn du Lust hast, mit Zeichen zu arbeiten hier in dieser Welt, um einfach sich ein bisschen mehr zu orientieren, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, schick es raus, ich möchte Zeichen haben, schick mir deutliche Zeichen und achte darauf. Sei aufmerksam, sei bewusst im Hier und Jetzt. Dann werden dir diese Zeichen auf jeden Fall auffallen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 4 und der heißt: Kümmere dich um deine Seele. Und kümmere dich um deine Seele ist nicht nur Self-Care betreiben, sondern wirklich Shadow-Work zu betreiben. Also wirklich Seelenarbeit zu machen. Ich bin ja der Meinung, dass jeder von uns eigentlich in Therapie gehört und einmal seine ganzen Traumata aufarbeiten sollte, weil jeder Mensch von uns Traumata hat. Und sich diese Schatten anzugucken, hilft einem, sich mehr zu verstehen und glücklicher zu werden, weil man seine Schatten einfach kennt und mit ihnen bewusst umgehen kann. Deswegen ist, glaube ich, also meiner Meinung nach,
Shadowwork essentiell für jeden Menschen hier auf diesem Planeten was. Deswegen empfehle ich auch nur dir, Schattenarbeit zu betreiben, dir deine Glaubenssätze anzugucken oder einfach dein Außenfeld, was dich triggert, über deine Außenwahrnehmung zu erkennen, welche Triggerpunkte du in dir hast. Ich habe da schon ganz viele Videos drüber gemacht. Klick dich da gerne mal durch, wie du Shadowwork betreiben kannst, wie du deine Glaubenssätze erkennen kannst. Ich verlinke dir hier auch noch ein Video. Genau, das ist ein Punkt, der, glaube ich, jedem von uns gut tun würde. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 5 und ja, der ist: Gehe mit deinem geistlichen Team in Kontakt. Ja, und dieser Punkt hört sich jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen etwas komisch an. Deswegen sage ich, sei offen. Ich würde mich als sehr offenen Menschen bezeichnen. Also ich, wie gesagt, ich bin in diese spirituelle Welt reingekommen und habe damit ja auch gar nichts am Hut gehabt. Also wirklich gar nichts am Hut gehabt. Und als ich mal Auren gesehen habe, also auch selbst, als ich mal Auren bei Menschen erkannt habe und mich das alles angefixt hat, habe ich mich eben auch mit diesen ganzen feinstofflichen Dingen auseinandergesetzt. Hab mir dann auch so ein mediales Buch gekauft, wie man eben diese feine Energie besser wahrnehmen kann. In diesem Buch stand auch, dass man Kontakt mit seinem Geistteam aufnehmen kann. Denn ich glaube auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir nicht alleine sind. Ich habe auch ein Team, wenn ich jetzt im Schamanischen reise, die mich begleiten, die mich unterstützen, die mich schützen, die mir Energie schicken, die mich heilen. Und wenn ich nicht um Hilfe frage, dann passiert auch nichts. Denn es gilt immer noch das Gesetz des freien Willens. Wenn ich das nicht möchte, dann wird das nicht passieren. Aber wenn ich darum bitte, helft mir, ich möchte Kontakt mit euch aufnehmen, es rausschicke, wirklich bewusst zu öffnen, sich dafür, dann kommt auch was. Und ich habe mich dann hingesetzt und wollte halt, ja, Kontakt mit meinem Geistführer aufnehmen. Und habe mich dann hingesetzt und in meditativen Zustand, habe mich dann entspannt und dann habe ich irgendwann gefragt, dass ich gerne meinen Geistführer kennenlernen möchte und dass ich jetzt bereit bin und dass ich ihn gerne spüren würde oder gerne ein Zeichen haben würde, dass er da ist. Und ich habe wirklich einen energetischen Unterschied gemerkt. Ja, ich habe die Gänsehaut bekommen und die Energie, die durch mich durchgeflossen ist, und meine Augen haben angefangen zu flackern. Also ich habe richtig gemerkt, dass da gerade was durchgeht und das war so, okay, was geht hier ab? Ja, und das war so mein Anfang, wo ich die ersten Berührungen mit meinem Geistteam hatte. Seitdem arbeite ich schon relativ eng damit und deswegen auch ein Tipp an dich, wenn es dir mal nicht gut geht. Ich mache das auch ganz oft, wenn ich mich mal allein fühle, abends im Bett liege und Liebe brauche und Umarmung und es ist keiner da, dann frage ich nach. Dann frage ich nach Liebe, dann frage ich, ob ich eine Umarmung haben kann. Ich frage, ob jemand mir beistehen kann. Und glaubt mir, ihr werdet die Liebe bekommen. Ihr werdet etwas spüren. Ich bin jedes Mal wieder so ultra dankbar und ich finde es so unfassbar schön, dass das funktioniert, also für mich funktioniert. Ich freue mich, dir diesen Tipp vielleicht auch zu geben, falls du das noch nicht kennst, du mal alleine bist oder dich alleine fühlst, kannst du diese Hilfe immer anzapfen, denn die ist immer um dich und schickt dir Kraft und ist bei dir. Manche sagen dazu Schutzengel, jeder hat da irgendwie sein anderes Glaubenssystem, was auch immer das ist. Ich fühle diese Energien und wenn du dich dem öffnest und es einfach mal ausprobierst und dich darauf einlässt und offen bist, dann ja, wirst du mit Sicherheit auch deine Erfahrungen machen. Das noch zu diesem letzten Punkt. Wie gesagt, probier dich aus. Versuche, Kontakt mal aufzunehmen. Und da bin ich auch gespannt auf deine Erfahrungen. Und damit beende ich jetzt auch das Video. Und ich freue mich mal wieder ganz doll, dich das nächste Mal wiederzusehen. Also, mach's gut. Bye, bye.